Der 100-Ausgaben-Meilenstein wird erreicht und die alten Foto-Warps zugunsten von Comicfiguren in Rente geschickt. Ende des Jahres erfolgt die radikale Kompletterneuerung des Layouts. Zocker Deutschland feiert mit der Games Convention in Leipzig die erste richtige Videospielmesse, muss aber zugleich mit den Auswirkungen des unseligen Erfurt-Massakers leben. Mein größter Stolz war dann wohl tatsächlich der Auf Wiedersehen Dreamcast-Artikel, weil der einfach nach dem Motto, den machen wir jetzt schnell und halt in einer Woche 8 Seiten Artikel mehr oder weniger komplett alleine auf die Beine gestellt und war auch einer der Artikel, an denen mal wirklich keiner was zu meckern gefunden hat. Das war schon ganz angenehm. Das würde ich mal sagen, das war der Artikel, der hieß Der Weg der Gewalt und da ging es um die Entwicklung der Indizierungsmechanismen bei uns in Deutschland, beziehungsweise auch die Entwicklung von Gewalt im Videospiel. Das war ein Thema, was mir persönlich immer sehr am Herzen gelegen hatte. Ein Projekt, was mich stolz macht, ist definitiv das neue Layout der Maniac, das kurz bevor ich am Jahresende 2002 gegangen bin, noch über die Bühne gegangen ist. Wobei mir jeder immer und überall vorhält, wir hätten von der Game Pro geklaut. Deswegen hier nochmal ganz offiziell an alle. Wirklich, wir haben vorher nicht in die Game Pro geschaut. Dieses Layout ist unserem eigenen Mist gewachsen. Vielleicht war es einfach Zeit für so ein Layout. Und ich denke, es ist gut und es unterscheidet sich auch von der Game Pro. Danke. Was ich nie vergessen werde in Sachen Horror-Frust-Erlebnisse war mit Sicherheit The Getaway, das Sony-Gangster-Drama, Drama im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich das für die Players und für die Maniac zusammen testen musste, weil keiner sich bereit erklärt hat, das zu machen. Und war dann auch bei 2/3 oder was angekommen, nachdem 3 Pads zerstört, unglaubliche Schreie geschrien waren. Und dann habe ich erfahren bei einem Event, es war glaube ich damals ein Empire-Weihnachtsessen von Konkurrenzredakteuren, dass man in dem Spiel durch Lehnen an die Wand, was natürlich sehr logisch ist bei so einem realistischen Spiel, die komplette Energie wieder aufladen kann. Das wusste ich natürlich vorher nicht und habe das Ding ohne diese Option praktisch fast durchgespielt. Und zwar, als ich für die Xbox damals Enclave testen durfte. Da hat sich komischerweise der Publisher über die relativ niedrige, beziehungsweise harte, aber gerechte Wertung natürlich nicht beschwert. Aber einige Leser, vor allem wahrscheinlich Xbox-Fans der ersten Stunde, sahen ihr Lieblingsspiel von mir irgendwie absolut grundlos in die Tonne getreten. Aber ich weiß natürlich, dass ich habe recht gehabt. Das weiß ich bis heute und davon gehe ich auch keinen Zentimeter weg. Das Peinlichste, was mir passiert ist, war eine Internetmeldung auf dem Leim zu gehen, die Humbug war. Aber die klang so glaubwürdig und ich war wirklich so dämlich, die zu klauen und die als Newsmeldung zu schreiben in einer Maniac-Ausgabe. Da ging es darum, dass der bayerische Innenminister Günther Beckstein einen Gesetzentwurf einbringen will, Strategiespiele zu verbieten, weil die so viel Zeit fressen. Im Nachhinein klingt sicher abstrus, aber als bayerischer Staatsbürger kann man sich schon vorstellen, dass die sich solche Geschichten einfallen lassen. Deswegen, es klang schon auch irgendwie glaubwürdig. Eines Tages kam dann aus dem Faxgerät ein 12-seitiges Fax des bayerischen Innenministeriums. War mir unendlich peinlich und wir haben es nicht als Gegendarstellung dann gebracht, sondern als Leserbrief im Endeffekt. Und ja, ich habe mich zutiefst geschämt und hoffe, nicht auf irgendeiner schwarzen Liste vom bayerischen Innenministerium zu stehen. Sehr amüsant war auch letztes Jahr auf der E3, 2002 war das, mit Stefan zusammen, unserem damaligen Chefredakteur und ich zum ersten Mal auf der E3, ganz große Sache, Riesenerlebnis, das mal zu sehen in echt. Nachdem man das früher immer nur in Heften gesehen hat. Und da hat der Stefan mich auf einen Termin geschickt, bei Sony damals war das, und es hieß im Vorhinein, ich sollte da Kingdom Hearts spielen, mit den Entwicklern zusammen. Also keine große Sache, nur das Problem war, dass es letztlich kein Spielen war, sondern ein Interviewtermin. Und das war damals mit dem großen Charakterdesigner von Square, der für Kingdom Hearts die ganzen Figuren gemalt hat, der eh schon so ein bisschen arrogant und abgehoben war. Der war dabei, eine japanische Übersetzerin und der Disney Europe Chef. Und die saßen da schön auf dem Ledersofa, haben mich da empfangen, also mit so ganz großem Pipapo vorher und so weiter.
und haben dann gesagt, so Herr Küchler, stellen Sie bitte Ihre Fragen an die beiden Herren. Ich hatte natürlich überhaupt kein Interview vorbereitet, habe dann ganz peinlich meinen Blog rausgezogen, den irgendwie mir vors Gesicht gehalten, damit keiner sieht, was da drin steht, und habe dann irgendwelche Fragen wild ins Publikum geworfen und dann immer so pseudomäßig mitnotiert. Dabei wusste ich überhaupt nicht, was ich da jetzt gerade mache irgendwie. Und es war am Schluss ganz amüsant, weil dann der Charakterdesigner hat irgendwann nach 10 Minuten vom Interview irgendwie abgeschalten. Der hat dann nur noch in Wolken rumgeschaut irgendwie. Und der Disney Europe Chef hat irgendwie auch dauernd den Kopf geschüttelt bei manchen Fragen. Und die japanische Übersetzerin hat dann am Schluss irgendwie gemeint, ich sollte ihr doch bitte dann das Magazin mit dem Interview bitte schicken. Ursprünglich für den PC geplant, avancierte Bungie Studios Halo dank Microsoft Finanzspritze schlussendlich zur Killer-Application für die Xbox. Die epochalen Sci-Fi-Schlachten sind eingebettet in eine dramatische Story, abwechslungsreiche Levelaufgaben und packende Multiplayer-Modi sorgen für Langzeitmotivation. Nur die bockige Steuerung der Fahrzeuge verdient Rüffel. Wunderbar niedlich und fern von jedem kriegerischen Hintergrund, so präsentiert sich Shigeru Miyamotos Echtzeitstrategie Hammer Pikmin. Trotz großer Spieltiefe geht die Steuerung leicht von der Hand. Tagelanges Einarbeiten bleibt dem virtuellen Hobbygärtner zum Glück erspart. Ratchet & Clank mixt gekonnt knallharte Action mit Hüpfspieleinlagen. Zahlreiche witzige Minispiele, Ratchets liebenswerter Robo-Kumpel Clank, das routinierte Leveldesign und die famose Techno-Optik machen Insomniacs PS2-Spektakel zum Hingucker schlecht. Mit esoterischer Atmosphäre, neuartiger 3D-Kamera, grandioser Levelbeleuchtung und einem ungewöhnlichen Spielkonzept eroberte Sonys Ico die Herzen der Fachpresse. Der kommerzielle Erfolg war eher bescheiden, ebenso wie die nervigen Kämpfe mit den Schattenwesen.